Der Haussegen bei Sturm hängt schief. Die Stimmung nach dem 1:1 gegen Abstiegskandidat Admira bescheiden. Wir haben so ein Spiel abliefert. Wir haben uns einfach mehr vorgenommen nach der Vorbereitung. Das haben wir überhaupt nicht umgesetzt. Ist klar, dass dann die Stimmung nicht so gut ist. Den Vorwurf der mangelnden Konzentration können die Spieler nicht ganz nachvollziehen. Na, ich glaube trotzdem, wir waren trotzdem fokussiert und wir haben uns trotzdem auf das Spiel konzentriert. Dass es uns nicht so gelungen ist, wie wir es uns vorgenommen haben, ist natürlich bitter. Die Aussage an sich möchte ich nicht kommentieren. Das ist ein Trainer-Sache, die hat das so getätigt. Und nichtsdestotrotz, es war im Trainingslager sehr gut. Jetzt das Spiel war von der Leistung her nicht unbedingt berauschend, aber wir haben einen Punkt mitgenommen und dementsprechend bin ich weit entfernt, dass ich da jetzt dann irgendwas Negatives verbreite. Darko Milanic sieht es nicht so locker. Kann die schlechte Leistung auch Tage später nicht erklären. Es ist uns klar, das war das schlecht. Aber warum passiert das? Ist wirklich ein Fragezeichen. Die Antwort wird Sturm bald finden müssen. Denn aktuell auf Rang 7 ist das Ziel Europacup-Startplatz momentan in weiter Ferne.